Die EU kann auch als politisches System erklärt bzw. verstanden werden. Politisch ist die Europäische Union bzw. die europäische Integration, weil es darum geht, das bedeutet das Wort Politik, die Gesellschaft zu ordnen, zu gestalten. Und das Wort System weist darauf hin, dass es verschiedene Institutionen, verschiedene Player, verschiedene Gruppierungen, Interessengemeinschaften, aber auch die Bürgerinnen und Bürger gibt, zwischen denen Wechselbeziehungen, Interdependenzen bestehen und zwischen denen die politischen Prozesse ablaufen. Die Prozesse des Interessensausgleichs, der Mehrheitsfindung, auch des Machtkampfs mit der Schaffung von Recht, von Gesetzen. Auf europäischer Ebene sind das vor allem Verträge, Richtlinien, Verordnungen und der Anwendung dieser Rechtsnormen, aber auch die Prozesse des demokratischen Diskurses, der politischen Kommunikation, der demokratischen Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Eine Besonderheit des politischen Systems der EU ist, dass sie für den Bürger, für die Bürgerin weit weg ist. Damit ist nicht gemeint, dass das in Brüssel, in Straßburg oder in Luxemburg ist, sondern es ist vertikal gedacht. Die Gemeinde als politisches System ist den Bürgerinnen und Bürgern alltäglich. Da kann man sich viel besser vorstellen, was die Probleme sind, wer die Entscheidungen trifft. Man kann sich auch leichter vorstellen, wie schwierig es ist, dass man Entscheidungen trifft, die allen passen. Man denke etwa, wenn in einer Gemeinde Parkplätze geopfert werden sollen, um eine neue Straße zu errichten. Oder wenn es um die Kosten des öffentlichen Verkehrs, der Straßenbahn geht. Das ist den Bürgerinnen und Bürgern sehr nahe. Das politische System der Länder ist gegenüber den Gemeinden schon weiter weg. Das auf Bundesebene ist noch weiter entfernt. Allerdings gibt es hier den Vorteil, dass es in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, aber heute auch im Internet, dass die Bundesthemen am häufigsten vorkommen. Steuerreform, Bildungsreform oder etwa das Rauchverbot. Das ist sehr präsent in den Medien. Und das politische System der EU ist nun am weitesten entfernt, aber es hat auch den Nachteil, dass es in den Medien sehr, sehr selten vorkommt. Und wenn, dann meistens nur negativ und kritisch, wie etwa in der Euro-Krise oder in der Griechenland-Krise oder auch in der Asylkrise, wie wir das immer wieder erleben. Und es ist auch eine äußerst beliebte Vorgangsweise von nationalen Politikern, dass sie, wenn sie wieder zu Hause sind, die EU-Politik sehr negativ darstellen, obwohl sie vielleicht am Tag zuvor in Brüssel an den Entscheidungen mitgewirkt haben und in aller Regel auch zugestimmt haben. Die nächste Besonderheit der EU ist, dass man nicht so genau sagen kann, was die EU überhaupt ist. Wir denken nämlich meistens auch aus einer historischen Perspektive vom souveränen Staat aus. Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, das sind historisch gewachsene souveräne Staaten. Diese Staaten können auch unterteilt sein in Länder, wie etwa in Österreich die Bundesländer, Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und so weiter. 9 Bundesländer gibt es in Österreich. Diese Bundesländer sind keine selbstständigen Staaten, sondern sie sind ein Teil von Österreich. Aber sie haben auch eigene Parlamente, die Landtage und Landesregierungen. Auf lokaler Ebene gibt es die Gemeinden, in denen die Bürgerinnen und Bürger auf unterster Ebene ihre eigenen Angelegenheiten unmittelbar selbst verwalten dürfen. Und da gibt es direkt gewählte Gemeinderäte als quasi parlamentarisches Gremium und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an der Spitze. Die EU passt nun nicht ganz in dieses Denkschema. Wenn die Staaten selbstständig und souverän sind, dann kann es ja eigentlich darüber nichts mehr geben. Staaten können sich schon zusammenschließen und auf Basis des Völkerrechts untereinander Verträge schließen und sich auf gewisse gemeinsame Dinge verständigen und sich dabei auch verpflichten. Aber wenn ein Staat souverän bleiben will, heißt das im Wesentlichen, dass solche Verträge freiwillig erfolgen müssen, dass die Verpflichtungen nur einzelne und beschränkte sein dürfen, damit die Staaten eben souverän bleiben und nicht zu sehr eingeschränkt werden. Und diese Verträge gelten auch immer nur zwischen den Staaten und wirken nicht direkt auf die Bürgerinnen und Bürger durch. Das heißt, die Staaten müssen in ihren Parlamenten solche Verpflichtungen auch durch eigene nationale Gesetze umsetzen. Und auch die Änderung von Verträgen zwischen Staaten erfolgt auf der Basis des Völkerrechts in der Regel einstimmig. Also auf freiwilliger Basis. Jeder muss hier zustimmen. Und ein Staat kann auf Basis des Völkerrechts in der Regel auch von solchen Vereinigungen oder Verträgen wieder ausscheiden. Bei der EU geht es nun weit über das hinaus. Rechtlich basiert die EU zwar
durchaus auf völkerrechtlichen Vereinbarungen, also den sogenannten Verträgen, mit denen die europäische Integration begonnen und im Laufe der Zeit auch fortentwickelt wurde. In diesen Verträgen wurden dann aber Institutionen geschaffen, die staatlichen Institutionen ähneln. Und diesen Institutionen wurden Rechte eingeräumt, die normalerweise zwischenstaatlichen, völkerrechtlichen Institutionen nicht zukommen. Wie etwa, dass die Institutionen, die der EU Rechtsquellen schaffen können, insbesondere Verordnungen, die direkt in den Mitgliedstaaten gelten und ohne, dass hier nationale Gesetze erlassen werden müssen oder sogar dürften, auf die Bürgerinnen und Bürger greifen. Oder dass innerhalb der EU-Institutionen in vielen Fällen auch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden können, bei denen gegen den Willen einzelner Staaten Dinge beschlossen werden können. Und ein besonderes Merkmal ist auch der sogenannte Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Das bedeutet, dass nationales Recht, also etwa österreichische Gesetze, aber auch nationale Verfassungen, nicht angewendet werden dürfen, wenn sie Unionsrecht widersprechen. Das heißt also, das Unionsrecht geht vor. Die EU geht damit weit über normale völkerrechtliche Vereinigungen nationaler Staaten hinaus. Man spricht daher auch vom supranationalen Charakter der EU. Die Idee war dahinter, dass die Staaten Europas, zwischen denen jahrhundertelang grausame Kriege geführt wurden, so stark miteinander verwoben werden sollen, dass Kriege undenkbar werden. Der Nationalstaat als der ellenbogenartige Fürsprecher von Einzelinteressen soll damit durch die gesamteuropäisch gesinnte supranationale Union gezähmt werden. Und im Zuge des Voranschreitens dieser Integration wurde deshalb auch immer die Frage gestellt, ob die EU nicht mittlerweile schon ein Staat ist. Also ein Bundesstaat, bei dem etwa die nationalen Mitgliedstaaten wie Österreich nur mehr wie Bundesländer agieren. So weit ist die nationale Souveränität wohl sicherlich noch nicht beseitigt. Aber als einen Staat, ein Verbund, wie es etwa das deutsche Bundesverfassungsgericht formuliert hat, kann man die Europäische Union heute wohl sicherlich schon bezeichnen. In einem Nationalstaat gibt es typischerweise Institutionen der drei klassischen Gewalten. Die Legislative, die Gesetzgebung, die Exekutive, die Verwaltung und die Judikative, die Gerichtsbarkeit. Also in Österreich etwa auf Bundesebene, Nationalrat und Bundesrat, das Parlament, die Gesetzgebung, der Bundespräsident und die Bundesregierung als die Spitze der Verwaltung und die drei Höchstgerichte als die Spitzen der Gerichtsbarkeit, der Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof und der oberste Gerichtshof. Auf europäischer Ebene sind die Institutionen ähnlich, aber in manchen sind sie doch deutlich unterschiedlich. So gibt es zwar das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und den Europäischen Gerichtshof. Daneben gibt es aber noch den Rat bzw. den Europäischen Rat, in denen die Mitgliedstaaten mit je einem Vertreter repräsentiert sind und in denen die Mitwirkung der Mitgliedstaaten an der europäischen Politik primär verankert ist. Und die Gesetzgebung auf europäischer Ebene wird daher nicht nur vom Parlament gemacht, sondern vom Europäischen Parlament und dem Rat gemeinsam. Die Verwaltung, aber etwa auch das Initiativmonopol für europäisches Recht, liegt bei der Kommission. Und der Europäische Gerichtshof übt die Gerichtsbarkeit aus. Aber der Europäische Gerichtshof war auch immer sehr selbstbewusst und integrationsfreundlich. Und mehr als österreichische Höchstgerichte hat er durch Richterrecht auch eine gewisse gesetzgeberische Funktion ausgeübt. Die Bürgerinnen und Bürger der EU wählen direkt nur das Europäische Parlament. Die Tatsache, dass nicht auch andere europäische Institutionen direkt gewählt werden, und dass das Parlament nicht das alleinige Recht, europäisches Recht zu schaffen hat, wie ein nationales Parlament, hat oft zur Klage über das sogenannte Demokratiedefizit der EU geführt. Man muss in diesem Punkt allerdings schon auch einwenden, dass mehr Rechte des Parlaments bzw. der EU-Institutionen insgesamt auch gleichzeitig mehr Integration und damit weniger Souveränität der Nationalstaaten bedeuten würde. Meistens sind es dieselben Leute, die über zu wenig Demokratie in der EU
klagen, die auch über zu viel Zentralismus in der EU klagen. Das ist aber eben ein Widerspruch. Das politische System der EU ist geprägt vom Zusammenwirken vom Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat als Vertreter der Mitgliedstaaten. Und dieses Zusammenwirken hat sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt und hat vor allem eine Machtbalance im Auge. Die Balance zwischen den Nationalstaaten und der Union, aber auch eine Balance zwischen den Ländern in der EU, zwischen großen und kleinen Ländern, zwischen reicheren und ärmeren Staaten. Und das gemeinsame Miteinander ist auf eine solche Balance und auch auf die Akzeptanz und die Legitimation der Verfahren in der Europäischen Union sehr angewiesen. Für die Wahlen zum Europäischen Parlament kandidieren nationale Parteien, die sich im Europäischen Parlament aber als europäische Parteifamilien wie Clubs im österreichischen Parlament in Fraktionen zusammenschließen. Die beiden größten Fraktionen sind die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten. Kleinere Fraktionen sind die konservativen EU-Skeptiker, die Liberalen, die Grünen, die Linken und zwei rechtspopulistische Vereinigungen. Die Parteifamilien sind im Laufe der Zeit in sich gewachsen, aber sie entsprechen nach wie vor nicht einem Parteisystem wie in einem Nationalstaat, sondern sie sind wesentlich loser. Das liegt auch daran, dass es in Europa keine einheitlichen Medien und damit keine gemeinsame Öffentlichkeit mit einem gemeinsamen politischen Diskurs gibt. Die EU ist seit dem Maastricht-Vertrag von 1993 dezidiert auch eine politische Union. Dass die EU staatsähnlich ist, hat man vor einigen Jahren im EU-Verfassungskonvent auch mit dem Plan deutlich machen wollen, die EU-Verträge zu reformieren und in Verfassung umzubenennen. Dieser Versuch ist gescheitert bei Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden. Mit dem Reformvertrag von Lissabon hat man dann 2007 zwar inhaltlich fast das Gleiche beschlossen, aber die Symbolik eines Verfassungsvertrages fiel weg. Die Ablehnung des Begriffs einer europäischen Verfassung spiegelt auch die Skepsis vieler Bürgerinnen und Bürger in Europa vor einer elitären, sozusagen abgerückten Union wider. Politikverdrossenheit kennen wir auch auf Gemeindeebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Auf europäischer Ebene ist sie sicherlich am stärksten ausgeprägt. Und das zeigt sich auch bei der mit am Abstand geringsten Wahlbeteiligung. Als eine Gegenmaßnahme wurde mit dem Vertrag von Lissabon seit 2009 in Kraft ein Instrument der direkten Demokratie in den Verträgen verankert, nämlich die Europäische Bürgerinitiative. Wenn 1 Million Bürgerinnen und Bürger in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten unterschreiben, kann eine solche Initiative an die Kommission gültig herangetragen werden. Die Europäische Bürgerinitiative als neue Form der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger ist von der Idee her sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Sie wird aber die Europaverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger nicht völlig beseitigen können. Hier werden viele weitere Anstrengungen, die richtige politische Kommunikation, aber auch die richtigen politischen Entscheidungen und Ergebnisse notwendig sein.